the freaking weekend. I drank to death, yeah, yeah. Oh, let the gym was all sinking. I drank to death, yeah, yeah. Don't let the bastards get you down. Turn it around with another round. There's a party at the bar, everybody put your glasses up and I drink to death. Cheers to the freaking weekend. I drank to death, yeah, yeah. Oh, let the gym was all sinking. I drank to death. Ja, das Hüttenbach-Direktfernsehen berichtet hier live aus der Demo in Sinnesdorf, organisiert von der Riegelstein-Gruppe, Bürger gegen Strom-Monster-Trasse, haben wir auch im Internet, schade, hier kann man es nicht lesen, aber Bürger minus gegen Strom-Monster-Trasse.de, jawohl, da sieht man es auch direkt. Lauter engagierte Leute aus dem Schneidacher Umland. Jawohl, stromtrasse@yahoo.de. Genau, schaut euch an, macht da mit, füllt euren Mitgliedsantrag aus. Die Leute freuen sich. Die ersticken schon vor Arbeit. Über 8000 Anträge sind schon eingegangen und es werden täglich mehr. Am besten wäre natürlich auch Unterstützung, dass jemand da wäre, der es mit eingibt und damit unterstützt. Und jetzt haben wir noch ein paar persönliche Fragen an die Frau Mordler. Mal schauen, ob wir uns die gleich mal schnappen können hier und ein paar kritische Fragen stellen können, beziehungsweise erstmal eine. Politik, also Seehofer, den kannst du nicht über mich trauen. Er also sagt heute so und morgen so und übermorgen wieder Seehofer so. Seehofer mit den Bürgern, das kann er doch nicht sagen, dann kann man nicht über den Weg trauen. Ja, wenn er jetzt nichts sagt oder gemacht hätte, na, da hätte er euch hören mögen. Aber Frau Mordler, das ist so lustig, wenn er sagt, wenn ihm jetzt der Name Drehhofer vorgeworfen wird und dann sagt er, das zeugt von seiner besonderen Flexibilität. Ja, er versteht da manchmal noch. Muss man mit Humor nehmen. Er versteht da manchmal Spaß. Ja, bloß wir haben halt Angst und wir möchten die Befürchtung nicht, dass das wahr wird, dass er sich jetzt dann, oder nach den Wahlen, dass er sich dann wieder dreht. Ich suche einen Ernst. Unser Ziel ist doch nicht, den Bürger zu ärgern, sondern unsere Aufgabe ist, optimale Bedingungen zu schaffen, nicht nur heute, sondern auch in Zukunft. Die damalige Beschlusslage, ich habe ja auch mitgestimmt, wie viele andere, und ich stehe auch dazu. Also lange Rede, kurzer Sinn. Aufgrund der damaligen Vorgaben, ja, ob bla bla. Ja, wir haben hier München, für unsere Seitengewinner. Ja, auch ihre und dann Natur. Wollen wir mit den Münchner nach Berlin aufmarschieren und dann wollen wir das Gesetz ändern. Das ist doch ganz einfach. Ihr redet da um einen heißen Brei rum. Also so läuft es. In München marschiert keiner mehr. Mädchen. So läuft es. Wir brauchen München. Da darf das Seehofer auch mitgehen. Wir können keine Versprechungen machen. Wir können doch keine Versprechungen machen. Ich will doch Politikerin sein und bleiben, der man nicht nur heute, sondern auch morgen traut. Ja, gut. Darum, wenn wir uns zusammentun und gemeinsam mit München auf Berlin aufmarschieren, das ist doch ganz einfach und das Gesetz ändern. Na, marschiert er, jawohl. Na ja, und da brauchen wir euch dazu. Ja, mir stehen ja Gewehr bei Fuß. Ja, aber in Nürnberg, da war kein Politiker. Dinkel, der war vorhin also ich erkläre es halt noch 100 Mal. Die Ambrion haben keine Rücksicht auf uns Politiker genommen. Die haben den Termin so gesetzt, weil sie gemahnt haben und es war in einer Sitzungswoche. Und wenn es Sitzungswoche ist in München und in Berlin, dann melden wir in unserem Parlament bzw. vor Ort sein. Wir müssen erst einmal abklären, brauchen wir die Stromtrasse überhaupt? Es gibt ja auch Meinungen, der ist überflüssig wie ein Kropf. Manche sagen, die Europa-Vernetzung, die brauchen wir, weil wir haben ja 45 einen Krieg verloren und wir sind mitten in Europa. Das ist schon mal ein wichtiger Hinweis. Naja, das sehe ich ja, also kannst du uns das ja nicht. Ne? Und aber ich habe über 30 Jahre mein Demeter-Bauernhof in Hammelsdorf-Götzlersberg und da sollte ich die Stromtrasse, ja, Entschädigung, und da habe ich in Hammelsdorf ja nur ein Haus auch, wird vermietet, ja, das ist ja dann nichts mehr wert. Ich verstehe. Ich also gestern, da rege ich mich schon furchtbar auf. Und da werde ich die nächsten 10 Jahre kämpfen, was mir jetzt eigentlich halt. Das kann ich euch versprechen. Natürlich. Also in Kämpfen, da habe ich einen Jürgen Strede als Erfahrener gehabt, da bin
wenig geübt. Ja. Und da 20 Jahre mache ich schon noch. Mache ich schon noch mit. Frau Mordler, also, ich Ihnen noch sagen, Ende. Sie sind doch auch für Heimat auf dem Teller. Ja. Wenn wir diese Stromtrasse bekommen würden, dann bräuchte man mit Heimat auf dem Teller keine Werbung mehr machen. Weil da kann ich mein Schaf in Neuseeland auch kaufen, da brauche ich es nicht mehr von der Heimat. Also dann kann man eins mit dem anderen so die Heimat zerstört wird. Jetzt eine Heimat auf dem Teller und das müssen wir erst einmal dann auch machen, weil ich suche, ich habe bestimmt nicht mehr Zeit wie andere, wenn es ums Einkaufen geht und ich setze trotzdem drauf, weil ich glaube, dass ich es auch will. Und das wird in Zukunft auch so sein. Und ich glaube, dass wir das nicht mit der Stromtrasse in Verbindung bringen sollten. Jetzt noch einmal, unser Ziel ist ja, die Notwendigkeit zu hinterfragen, nicht so zu do, als ob alles Gott gegeben wäre, sondern wirklich ernsthaft Antworten zu kriegen, wo ich sage, den kann ich akzeptieren. Oder kann ich eben nicht akzeptieren. Das ist ja genau das, was auch die Dame sagt. Da nicht jetzt so polarisieren. Auch die Freien Wähler haben bis vor 6 Tagen nichts gesagt. Und wir haben alle miteinander vor einer Woche von der Sache erfahren. Das ist nicht ganz richtig. Das ist ja schon seit 3 Jahren eigentlich. Das ist so, Internet mal schauen. Es geht für dich und für mich vermutlich. Dann um aber die Staatlinie hat ja gesagt, ich habe aber ganz schön geschlafen. Ja, okay. Dann aber, oder ihr seid nicht mächtig, da oben reinzuschauen. Dann aber scheinbar alle miteinander. Ne? Na? Ich hätte mal eine andere Frage. Ich habe in Erfahrung gebracht, dass das Wasserkraftwerk in Hamburg abgehalten werden soll. Der dich für das Hüttenbach direkt fernsehen. Ach, direkt vor Ort. Ich habe es auch erst am Freitag erfahren. Ja, das ist eine Zeile, die hat damit nichts zu tun. Da wird aufgefordert auf EEG. Die Staatsregierung auch beim Bund auf andere. Ich lese es mal vor. Sie werden sehen, es ist bedeutungslos. Ich wollte ja bloß fast leere zweite Seite noch 50 Mal kopieren. Ich lese es nicht vor. Ich habe es gerade im Herrn Adolfmann schon vorgelesen. Ich helfe hier beim Hüttenbach Direktfernsehen. Das ist der Senderort, sage ich jetzt mal so. Ganz genau. Gibt es im Kleinen für hier 8.000, 9.000 Leute. Warum was nicht das nicht? Naja, das ist vielleicht noch ein bisschen nach Lauf oder ein bisschen nach vorgedrungen. Macht nichts. Ganz kurze Frage. Über Stromtrasse haben wir jetzt viel gehabt. Wir verfolgen viel hier draußen über Abgeordnetenwatch zum Beispiel. Und da würden wir uns mehr Antworten von Ihnen wünschen. Da waren schon sehr viele Fragen da, wo wir jetzt leider noch keine Antworten drauf bekommen haben. Gerade jetzt Ihr Sachgebiet, zum Beispiel den Drogenpolitik, was Sie neu übernommen haben, da würden wir gerne ein paar Infos haben. Müssen wir jetzt nicht unbedingt heute machen, aber dass wir mal online schauen, was für Fragen gestellt worden sind. Also, ich beantworte alle Fragen, die mir über Abgeordnetenwatch zugeleitet werden. Okay. Es gibt aber auch Fragen, die unter der Gürtellinie sind und diese Fragen werden vorher nicht von mir, sondern von den Verantwortlichen aussortiert. Okay, ja? Weil zum Beispiel bei Facebook, da darf man alles so sagen, da darf man einen beschimpfen als die größte Sau der Welt. Und auf Abgeordnetenwatch wird es zum Beispiel vorher aussortiert. Genau, das sind die Fragen schon sachlicher. Ich habe jetzt die letzten einmal durchgeschaut. Da ging es hauptsächlich um Ihr Fachthema, um die Drogenpolitik. Da habe ich leider Verantwortung vermisst. Vielleicht machen Sie sich nochmal drüber, um das zu aktualisieren. Mein Büro ist im Moment so besetzt, dass wir das alles sofort und schnell schaffen. Das heißt, auch ich muss daran arbeiten, dass ich noch Mitarbeiter kriege, weil die Fragen werden nicht weniger, die werden mehr. Okay. Und noch einmal, das, was bei mir auf dem Schreibtisch kommt, das wird auch beantwortet. Okay, dann warte ich auf Ihre Antworten. Danke. So wie es aus, hat es euch gefallen? Dann lasst mich es nicht hören und sagt mir einfach nur: Gut heute Abend. Seid ihr schon fertig mit der Welt? Kann ich mir Geld leihen? So ungefähr 1.000 Euro. Ich brauche gar kein Geld.